Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass sich die Menschen am Ende freiwillig impfen lassen. Ein absolut übler Spruch, perfide diese Argumentation. Wenn du die Kanone an der Schläfe hast, dann führt das ja dazu, dass du dich am Ende freiwillig ergibst oder wohin auch immer, in deine Vergewaltigung, in was auch immer ergibst, freiwillig. Das ist das Freiwillige unter dem Druck des staatlichen Zwangsmonopols, das an dieser Stelle derart ungerechtfertigt und unverhältnismäßig war, dass es schreiend war. Und wenn man dann heute hört, diese Schicksale sind absolut bestürzend und ich wusste es ja eigentlich sogar und es sind schwerste Einschränkungen, ja gut, aber das Leben geht weiter, dann ist das unglaublich. Natürlich ist das ein Rücktrittsgrund. Liebe Klartextfreunde, reden wir, es muss ja wieder mal sein und immer noch sein, über Corona. Reden wir über Menschen wie Karl Lauterbach. Aber nicht nur über ihn alleine, er ist aber mal wieder der Anlass. Ein Interview von ihm im Mainstream mit dem historischen Satz fast schon gefragt über Impfnebenwirkungen. Ja, sagt Lauterbach, diese Schicksale sind absolut bestürzend und jedes einzelne Schicksal ist eines zu viel. Und die Menschen tun mir auch sehr leid. Es gibt schwerste Einschränkungen und davon wird auch einiges permanent sein. Und dann ging er in seinem üblichen Aachener Singsang weiter über zur Tagesordnung. Und natürlich wurde er gefragt vom Interviewer, warum haben Sie, Herr Lauterbach, noch im Sommer 2022 behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei? Also in krassem Gegensatz zu seinem Geständnis, was er praktisch direkt an dieser Stelle gemacht hat. Sie ist eben nicht nebenwirkungsfrei. Zehntausende von Fällen, schwerste Fälle, permanente Schäden in nicht unbeträchtlicher Höhe, in einer Höhe vom Vielfachen dessen, wo andere Impfungen oder Medikamente längst vom Markt genommen worden wären. Und das hätte er seit Jahren wissen müssen. Ehrlich gesagt hätte es schon sein Vorgänger Herr Spahn wissen müssen. So wie die ganzen, man muss es sagen, wahlweise Irren, Wahnsinnigen oder Verbrecher in aller Welt. Aber jedenfalls, warum haben Sie behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei? Und dann hat er in diesem Interview tatsächlich gesagt, naja, das war eine Übertreibung. Eine Übertreibung. Auf dieser Basis wurden Menschen gegängelt, ihrer Freiheit beraubt, beinahe zwangsgeimpft. Und dann, aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung, sagt er, ohne rot zu werden, ohne zu platzen vor Scham. Naja, es war eine Übertreibung mit den fehlenden Impfnebenwirkungen, mit den nicht existenten Impfnebenwirkungen, aber es war ja nicht wirklich meine Haltung, was auch immer er damit meint. Das hat er gesagt, runterspielen, das ist keine, es gibt keine Ausreden für das, was er getan hat, für das, was diese Leute getan haben und so versucht man es halt. Es kann nicht logisch dann ausgehen. Ich erinnere an Sätze von ihm von 2021, 2022. Impfverweigerer sind Opfer schäbiger Desinformation. Mit diesen saudummen Sprüchen, mit diesen brutal aggressiven Sprüchen sollten möglichst viele in die Spritze getrieben werden, auch ohne eine explizite Zwangsimpfung. Ihr seid arme Opfer schäbiger Desinformation, wenn ihr euch nicht impfen lasst, wenn ihr irgendwie Angst vor der Impfung habt. Obwohl heute wirklich jeder weiß, und wir wussten es, Herr Lauterbach, Millionen in diesem Land wussten oder ahnten es, dass es eben nicht so sicher sei, wie sie tun. Die Opfer schäbiger Desinformation waren die Leute, die sie in die Spritze getrieben haben. Es war genau andersrum, nicht diejenigen, die sich erfolgreich verweigert haben am Ende. Und das waren ja gar nicht so viele, aber immerhin 20-30%. Die anderen waren Opfer schäbiger Desinformation und sie waren einer der schäbigen Desinformationsgeber. Oder ein Zitat von Ihnen von 2021 und das war auch schon damals unglaublich skandalös, schon damals ein Rücktrittsgrund. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass sich die Menschen am Ende freiwillig impfen lassen. Ein absolut übler Spruch, perfide diese Argumentation. Wenn du die Kanone an der Schläfe hast, dann führt das ja dazu, dass du dich am Ende freiwillig ergibst oder wohin auch immer, in deine Vergewaltigung, in was auch immer ergibst, freiwillig. Das ist das Freiwillige unter dem Druck des staatlichen Zwangsmonopols, das an dieser Stelle derart ungerechtfertigt und unverhältnismäßig war, dass es schreiend war. Und wenn man dann heute hört, diese Schicksale sind absolut bestürzend und ich wusste es ja eigentlich sogar und es sind schwerste Einschränkungen, ja gut, aber das Leben geht weiter, dann ist das unglaublich. Natürlich ist das ein Rücktrittsgrund, das ist überhaupt keine Frage. Alle haben sie auch mitgemacht, sie waren nicht der einzige, Herr Kollege Lauterbach. Alle haben mitgemacht, auch übrigens Herr Reichelt, der sich ja heute als großer Impfgegner schon immer geriert. Es gibt genügend Stellen, in denen er das Spiel auch mitgemacht hat.
Und ja, er ist gegangen worden bei der Bild, so wie inzwischen sogar seine Nachfolger schon gegangen worden sind bei der Bild. Aber während ihrer Zeit haben sie mitgemacht. Genauso wie Scholz, Baerbock, Lindner, der Ärztepräsident Montgomery, der Ethikrat, you name it. Es ist alles unglaublich, wer hier alles mitgemacht hat. Das sind alles Verbrechen und Verbrecher. Und deshalb kann ich ein Stück weit Zuschriften verstehen, die mich erreichen, eine exemplarisch vorgelesen. Ich vermisse bei der AfD die letzten Tage, dass kräftig gegen Lauterbach angeknüpft wird. Wenn seine Interviews der letzten Tage kein Grund sind zu fordern, dass dieser Lügner und Betrüger aus der Regierung entfernt wird, was muss dann noch geschehen? Tja, lieber Herr Meise, Sie haben ja recht, ich habe es ja gerade schon selbst gesagt. Natürlich, aber es ist ja nicht so, dass wir es nicht getan hätten. Wir hätten es jahrelang getan, den Rücktritt zu fordern, durchaus. Die AfD macht immer frühzeitig ihre Arbeit, das ist der Unterschied. Wir waren tatsächlich in den letzten Tagen nicht diejenigen, die am lautesten nach dem Rücktritt geschrien haben, weil wir es immer getan haben. Wir haben versucht, in der Phase, in der noch was zu retten war, durch einen Rücktritt noch ihn schon zu fordern. Als Herr Lauterbach und Herr Spahn gerade gegen Gesundheit und Freiheitsrechte gewütet haben, als es noch unpopulär war, als es geradezu gefährlich war, man hat mindestens mit Rufmord, wenn nicht mit Schlimmerem zu tun gehabt, man wurde geächtet, man wurde geshadowbanned, man wurde gecancelt, man wurde gestrichen, man durfte nicht mehr einen Satz zu Ende sprechen, irgendwo in der Öffentlichkeit, wenn es auch nur Fragen zur Impfung waren. Man hätte noch Schlimmeres verhindern können. Wir haben es getan, stellvertretend für Millionen von Menschen da draußen, die keine Stimme hatten, die natürlich auch geschrien haben. Es gab Millionen Demonstranten auf den Straßen. Und ja, die haben es auch rausgeschrien, aber es musste halt auch ins Parlament getragen werden. Es war super knapp, die Impfpflicht zu verhindern, aber immerhin der gemeinsame Widerstand von Straße und einigen parlamentarischen Gruppen hat es am Ende verhindert. Jetzt ist es einfach nicht mehr mutig, wirklich gegen Lauterbach zu schießen. Natürlich muss man es trotzdem tun, machen wir auch. Man muss auch aufarbeiten, dazu komme ich gleich noch, aber operativ ist es fast egal, ob er jetzt zurücktritt oder nicht. Es wird nicht möglich sein, auf absehbare Zeit irgendeine Corona-Maßnahme doch durchzuziehen. Und natürlich fordern wir immer noch, dass alles zurückgenommen wird, das stimmt. Aber wir halten uns nicht jetzt zurück, wie Sie unterstellen, sondern wir haben jahrelang Front gegen diesen Irren, ich spreche es jetzt mal aus, personalisiert, Druck gemacht. Und wenn er mich jetzt dafür anzeigt, Herr Lauterbach, dann ist das so. Ich berufe mich dann einfach darauf, dass Herr Reichelt genau das Gleiche sagen kann, der Irre und der wahnsinnige Lauterbach in seiner öfter gesehenen Sendung als diese Sendung hier. Von daher, ich glaube, diese Beleidigung, und die ist es, würde dann auch eine Strafe zahlen, wenn die Anzeige käme, ist angebracht. Sie ist einfach nur angebracht, das ist noch die positive Variante. War er nur irre, war er nur wahnsinnig, war er nur inkompetent? Oder war er nicht vorsätzlicher Täter? Das ist das, was ich nicht beweisen kann. Aber tja, da kann man jetzt drüber streiten, ob Pharma-Lobbyisten solche Dinge vorsätzlich machen. Herr Reichelt sagt in seiner Sendung, wenn es jemand nachschauen will, am 14.03. bei Minute 5, Lauterbach ist offenkundig wahnsinnig. Insofern, jetzt den Rücktritt zu fordern, greift natürlich zum einen zu kurz. Es geht nicht nur gegen Karl Lauterbach, er ist jetzt auch eine Lame Duck. Er wird jetzt sogar vom Mainstream derart angeschossen, dass ich tatsächlich mit seinem Rücktritt rechne. Trotzdem haben wir es natürlich gemacht. Es gab ja auch mal wieder Anlässe, dass eine Kachel vom Kollegen Sichert Rücktrittsforderungen gegen Karl Lauterbach, Krankschreibungen nach Impfungen von wegen lebenswirkungsfreie Impfung. Es reicht nicht, in einer Talkshow zurückzurudern. Wir hatten 213 Mal nach anderen Statistiken mindestens 50 oder 100 Mal mehr Impfnebenwirkungen gegenüber dem langjährigen Durchschnitt bei Impfungen. Und zwar bezogen auf die Anzahl der Impfungen, also zum Beispiel pro 100.000 Impfungen. Das ist bereits mengengewichtet. Das ist also nicht nur der absolute Sprung, das ist mengengewichtet auch signifikant. Natürlich sind das hier die absoluten Zahlen, aber auch pro Kopf ist es ein irrer Sprung, den man einfach nicht ignorieren konnte. Tja, und warum ist jetzt Aufarbeitung so wichtig? Zum einen, ich habe das schon oft erklärt, juristische Gründe. Verbrechen, Vergehen müssen gesühnt werden. Das ist wichtig für das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen. Es hat einen präventiven Charakter. Nur dann können Wiederholungen vermieden werden. Und natürlich ist es auch nur gerecht, wenn diese Dinge ausgeglichen werden. Konkret müssten ganz viele, viel höhere Impfentschädigungen gezahlt werden. Aber es gibt auch ein psychologisches Aufarbeitungsmotiv. Carl Gustav Jung, bekannter Schweizer Psychotherapeut oder Psychiater, hat schon vor 100 Jahren gesagt, die Menschen könnten aus ihren Fehlern lernen, wenn sie nicht so sehr damit beschäftigt wären, sie zu leugnen. Es ist ganz wichtig, dass man nicht leugnet und verdrängt, und zwar nicht die Dinge, die irgendwie als Verschwörungstheorie
in den Raum gestellt werden, sondern die Dinge, die wirklich faktisch sind, die aber trotzdem geleugnet werden. Diese Impfung war nicht sicher. Diese Impfung war keine echte Impfung. Diese mRNA-Systematik-Impfmethodik ist ungetestet, war untertestet, war nicht sicher nach allen Regeln der Kunst. Alles war anders bei Corona als in allen anderen Impfdingen. Alles das, was wir schon seit Jahren sagen jetzt und was geleugnet wurde und was zum Teil immer noch geleugnet wird. Und ja, die Gesetze, die Ausnahmegesetze, die Pandemiegesetze, die Notstandsgesetze sind immer noch potenziell da. Sie könnten jederzeit wieder aktiviert werden. Deshalb gibt es durchaus einiges zu tun, dass die juristische Seite, aber auch eben psychologisch und psychotherapeutisch leugnen und verdrängen, ist nicht gut, denn sonst gibt es eine Wiederholungsgefahr. Das gilt auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, nicht nur bei Individuen. Und deshalb gibt es hier auch sowas wie eine Massentherapie, die erforderlich ist. Nicht nur eine juristische Massenaufarbeitung, sondern auch eine therapeutisch-gesellschaftlich-hygienische Aufarbeitung, die wir auch fordern. Das ist ganz wichtig aus den ähnlichen Gründen wie die juristische Aufarbeitung. Sonst droht Wiederholung. Und deshalb bitte ich Sie auch nach wie vor, nicht ganz nachzulassen. Diese Dinge müssen gemacht werden. Wir bleiben dran. Deshalb auch heute wieder diese Sendung. Wählen Sie uns dafür und abonnieren Sie den Kanal, denn auch das muss immer und immer wiederholt werden, um mit Goethe zu sprechen. Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns herum immer wieder gepredigt wird. In Schulen und Enzyklopädien, überall ist der Irrtum obenauf. Und darum muss auch die Wahrheit immer und immer wieder gesagt werden. Das war unser Schärflein für heute, Ihr Peter Böhringer.